Herzlich willkommen zu Schlaflos in München mit Annik Rubens. My dear international listeners, welcome to another edition of Slow German. Let's start right away with a short story about beer gardens. As always, you can read the text in the ID3 tags of this MP3 file or on the new homepage slowgerman.com. More infos at the end of this episode. Ich lebe in Bayern, genauer gesagt in München. Und hier gibt es eine Tradition, die ihr vielleicht kennt, Biergärten. Ein typischer Biergarten hat orangefarbene Bänke und Tische. Der Boden ist mit kleinen Kieselsteinen bedeckt. Große Kastanienbäume spenden Schatten. Aber das ist noch nicht alles. Ein richtiger Biergarten in Bayern ist in zwei Bereiche unterteilt. In einem Bereich wird man von einem Kellner oder einer Kellnerin bedient. Diesen Teil erkennt man meistens daran, dass hier Tischdecken auf den Tischen zu sehen sind. Der andere Teil ist der wichtigere. Hier darf man sich sein Essen selber mitbringen. So sieht man also Einheimische, die ihre eigenen Tischdecken ausbreiten und aus Körben allerlei leckeres Essen zaubern. Das Bier und die anderen Getränke jedoch muss man an kleinen Ständen im Biergarten kaufen. Traditionelle Biergärten schenken Bier nur in Krügen aus, die für Nicht-Bayern riesig sind. Ein ganzer Liter Bier passt hier rein und das Glas nennt man somit nicht mehr Glas, sondern Maß. Essen kann man auch kaufen, falls man nichts mitgebracht hat. Es gibt meistens gegrillte Würstchen, halbe Hähnchen, oft auch gebratenen Fisch, Steckerlfisch genannt. Lecker finde ich vor allem die kalten Brotzeiten. Käse mit einer riesigen Breze, Radi, das ist Rettich, mit Salz oder der berühmte Obatzter. Obatzter ist eine orangefarbene Masse, die man sich auf ein Brot oder eine Breze schmieren kann. Er besteht aus Camembert, Zwiebeln, Paprikapulver, Butter und ein wenig Weißbier. Es ist übrigens ganz normal, sich zu anderen, fremden Leuten an den Tisch zu setzen, denn ein Biergarten ist Zeichen für Geselligkeit. Und noch ein Hinweis, damit es keine Verwirrung gibt. Ein Biergarten bedeutet nicht, dass Männer dorthin gehen, um sich zu betrinken. Ein Biergarten ist Kultur. Hier treffen sich Freunde, Familien gehen mit ihren Kindern hierher, Geschäftsmänner treffen sich mittags hier zum Essen. Es geht um Gemütlichkeit, nicht um Alkohol. Große Biergärten übrigens haben Platz für 7.000 bis 8.000 Menschen und sie sind an schönen Sommertagen randvoll. Wer also in nächster Zeit nach München kommt, ich empfehle den traditionellen Augustiner Biergarten in der Nähe des Hauptbahnhofes. Und keine Angst, natürlich gibt es hier auch nicht-alkoholische Getränke. That's it for this week. Please leave your comments on my voicemail line at +49 89 23 513 085 or write an email to my new address. I have to see what that is. I wrote it down. podcast@slowgerman.com. That's easier to remember, I guess. I am especially interested in ideas for new topics. What would you find interesting or what do you want to find out about Germany? And who are you and where do you live? I'm a curious person. A lot of emails reached me this week. Derek wrote from LA. He is learning German for fun and has relatives near Stuttgart. Joe is a professor for Latin from Philadelphia and will be in Berlin in July. That's why he's brushing up his German with podcasts. And Alan from New York learned German in Frankfurt 25 years ago and is also brushing up now. Then there was an email from Colleen. She's from South Africa originally and currently living in England. She is teaching herself German because her best friend is German. Das ist sehr nett, finde ich. Then Haru from New York, nein, Haru aus New York will, dass ich alles in Deutsch spreche. Was meint ihr? Deutsch oder Englisch? Schreibt mir eure Meinung an podcast@slowgerman.com. Then Cameron from China also found me on iTunes. How exciting is that? And finally there's Carl from Wisconsin who wants longer episodes.
I'll see what I can do. And please also let me know on this topic if you want longer episodes, or rather the 3 to 5 minute ones I'm doing now. That's it for today. Bis nächste Woche. Ich freue mich. Eure Annik.